Hallo ihr Lieben, einen schönen 14. Adventstag. Wie komme ich auf 4.? 14. Adventstag. Ja, und wie immer fangen wir direkt an mit den Adventskalendern. Die kommen erstmal beiseite. Hier hatte ich die 14 schon gesehen. Die ist hier oben. Gucken wir mal, ob ein Bild drin ist. Jawohl, okay, dann gucken wir auch mal aufs Handy. Achso, das habe ich noch in der Hosentasche. So. Dann zack, Kehr und dann geht's weiter. So. Irgendwie ist fürs Fenster immer, als wenn das der Stab wäre. So. Auch merkwürdig. Die bilden ein Stück Schokolade ab und der Zwerg macht I. Was soll mir das jetzt sagen? Gut. So viel dazu. Und dann nehmen wir die Schoki raus. Achso. Da ist. Ach so, Mist. Da ist so ein rotes Gelee-Zeug drin. Es klebt überall. Ist mega süß. Oh, und nicht zum Frühstück geeignet. Nicht falsch verstehen, das schmeckt jetzt nicht scheiße oder so. Aber es ist einfach so süß. Ja, Zucker pur. Boah, zum Frühstück, lecker. Ist nicht meins. Also ich bin eher der herzhafte Frühstücker. Also Käse, Wurst, solche Sachen. Genau. So, hier war wieder immunstark drin. Also die haben anscheinend dieses Jahr gewusst, dass man viel Immunstärke braucht, weil da ständig Immunstärke drin ist. So, der kommt wieder an die Seite. Und wir machen weiter mit Tante Plotter. Tante Plotter. Plotter Marie, was ist denn heute los mit mir? Erst der vierte. Dann passiert das mit der Show wieder. Ja. So, jetzt weiß ich auch, warum der Zwerg gesagt hat, I, ne? Da komm schon, geh auf. So, ich habe jetzt nicht groß gefühlt, aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, da ist wieder so eine Tasche oder so drin, weil hier sind wieder so eine Ränder. Das fühlt sich auch schon ein bisschen stoffmäßig an. Aber klein. Nee, es ist ein Jutebeutel, oder? Nee, wieder was anderes. Ach hey, es ist eine kleine Tischdecke. So, und heute ist das Projekt wieder vom 14. bis zum 17. Also wir sammeln wieder 3 Tage und gucken dann, was für ein Projekt daraus gemacht wird. Ja, eine kleine Mini-Tischdecke. Gut, die kommt auch an die Seite. Ja, und dann machen wir auf dem Monitor weiter und ich öffne als erstes mal von Tante Plotter. Diesmal stimmt's aber. Das ist diese Datei. Ja, ihr kennt das schon jetzt mit dem oben drüber gelegten Spruch. Das muss leider so sein. Ich mache das immer schon ein bisschen durchsichtig, dass man zumindest noch durchgucken kann, aber es muss halt drauf sein. Genau, ich weiß, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Und dann ein What? ja, finde ich cool, muss ich ehrlich gestehen. Und ja, ich hatte auch ein Beispiel. Und jetzt muss ich das Beispiel nochmal suchen, weil. Ach je. Nee, Quatsch. In meiner Datei. So, ein Moment. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich hoffe, das hier ist es. Jawohl. Wo ist es denn jetzt? Da. Das ist das Beispiel. Genau so sieht das aus, wenn es aufgepresst ist. Oh, ich habe den Monitor aus. So, jetzt seht ihr es aber. Gut, also so sieht es aus, wenn es aufgepresst ist. Ja, und ich finde es immer noch gut. Also ich mag den Spruch gerne. Finde ich auf jeden Fall schon mal niedlich. So.
das war das. Und dann kommen wir zu Tintenrebell. Und ja, auch heute ist es wieder eine sehr kindliche Datei. Die heißt irgendwas mit Panda. Chill like a Panda. Ja, wie gesagt, für Kinder süß, für mich halt nicht unbedingt was. So, und es geht schon weiter mit dem Adventskalender von meiner lieben Mausi Miss Fruchteis. Und ich guck mal, wo sich die 14 verbindet. Die da, auch hier direkt vorne, da guckt man. Zacki. So, jetzt musste ich kurz einen Cut machen, weil mein Mann gerade reinkam und mir was sagen musste. Und ich lese den Spruch jetzt nochmal vor, weil ich nicht weiß, ob ich ihn jetzt sauber vorgelesen habe oder ob er zwischendrin reingekommen ist. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Psalm 119, 93. Ja, sehr schön. Und heute haben wir hier so ein kleines Rentier mit einem Schlitten. Und ich mache wie immer auf Pause und suche das Paketchen schon mal raus. So, ich habe das Päckchen gefunden und beim Fühlen würde ich sagen, hier ist zum Beispiel schon mal eine Kinderschokolade. Hier ist wieder ein Band. Fühlt sich auf jeden Fall sehr nach einem Band an. Das ist erstens rund und dann hier ist es weich, also wird es wohl ein Band sein. Da sind aber noch was, ist noch was drin. Das könnte ein Ferrero-Küsschen sein. Kinderschokolade und ich glaube zwei Ferrero-Küsschen. Wir gucken. Ja, das Papier hebe ich mir jetzt nicht mehr auf. Wie gesagt, ich habe jetzt alle Karten gebastelt und obwohl ich das tatsächlich doch aufheben könnte, aber bis zum nächsten Jahr möchte ich das eigentlich hier nicht rumliegen haben. Wie ihr wisst, bin ich ja gerade am Aussortieren. Ha, naja, nicht ganz. Ein Bounty und ein Riesen, die mag ich total gerne. Also nicht zum Frühstück, aber ich mag die und die liebt mein Mann über alles und den wird er bekommen, auf jeden Fall. Ja, und den teile ich mir hier immer beim Basteln so nebenbei ein. Also, dann esse ich mal so ein Stückchen oder zwei und dann bleibt er wieder eine Weile liegen. Ich bin nicht so der Mega-Schokoi-Typ. Ich mag das schon ganz gern, aber ich mag nicht so viel Schokolade auf einmal. Ich teile mir das immer ganz gern ein. Ja, und auch hier haben wir in der gleichen Farbe, ein Band und ihr seht schon, vielleicht brauche ich es gar nicht wirklich abmachen, oder doch, ich muss abmachen. Keine neuen Teser draufkleben, ist ja nicht so schlimm. Und zwar ist das diesmal ein breiteres Band. Ja, super schick. Diesmal lasse ich das auf dieser Rolle. Ich habe es letztes Mal nämlich abgemacht. Wobei, ich habe mir letztens Teile gebastelt, die habe ich euch gar nicht gezeigt. So aus Papier, so Teile, wo man dann Dinger, also so Bänder drumherum rollen kann. Das habe ich mir letztens gebastelt und die sind aber schon voll mit Bändern und deswegen muss ich mir auf jeden Fall nochmal neue basteln. Dann möchte ich so eine Kiste machen, wo die alle reinpacken und passen und dann will ich mir die alle hintereinander stellen, so wie im Laden, ne? Wie es im Laden immer ist. Wenn die solche auf Rollen, diese Dinger, dann haben sie die ja entweder in so einem Fach drin stehen. Oder haben die halt in irgendeinem Kasten stehen und dann kann man halt durchsuchen. Und so möchte ich das mit meinen Bändern auch machen. So, das packe ich auch mal an die Seite. Und dann möchte ich euch etwas zeigen. Und zwar habe ich gestern, wartet mal ganz kurz. Und zwar habe ich gestern einen Bastelkanal entdeckt. Bastelmix. Die Dame hat nicht so viele Videos in ihrem Kanal, aber alle Sachen, die sie da drin hat, durchweg gefallen mir mega gut. Und ich habe gestern bei ihr ein paar Sachen gesehen, die ich direkt nachmachen musste. Das ging einfach nicht anders. Und zwar war das einmal solche Tickets. Also eigentlich war ich auf der Suche nach Videos von ATC-Karten, weil ich gerne halt ATC-Karten basteln will, das wisst ihr ja, und habe halt nach Ideen gesucht. Und ja, bei ihr bin ich dann hängen geblieben, weil diese ATC-Karten, die sehen einfach hammer aus. Ich gucke gerade mal, ob ich das Video finde. Und dann gehe ich mal kurz zum Ende. Ja, es tut mir leid, dass ich immer da drüben auf den Monitor gucken muss, aber...
sonst sehe ich ja nichts, was ich mache. So, wartet mal. Hä? Sonst stechen die mir immer sofort ins Auge. Und wenn man sie sucht, ne, dann... Ach, da. Genau so. Und dann spule ich mal bis zum Ende vor. Und da, wo sie die eine Karte dann zumindest in die Kamera hält. So. Genau, so, da ist es. So sieht die aus. Und die ist ja wohl mal mega schön. Also mal abgesehen davon, dass das genau meine Farben sind, finde ich die einfach nur klasse. Genau, und sie hat unter anderem auch Tickets gemacht, die richtig schön waren. Und ich konnte nicht anders. Ich muss direkt Mist basteln. Also die Frau hat so ein, keine Ahnung, so ein Ansteckungspotenzial. Total cool. Ja, und dann habe ich mir diese Tickets hier gebastelt. Also die werden halt so in der, so gefaltet, ne? Und dann sind es halt Tickets. Genau, und da habe ich mit verschiedenen Techniken, oh, das funktioniert doch schon wieder nicht. Funktioniert das, wenn ich den Kalender da rückseitig drauf packe? So vielleicht. Nee, auch nicht, dann sucht er den hinteren Fokus. Okay, ich hole mal kurz ein Blatt Papier. So, ich glaube, so ist es wenigstens ein bisschen besser. Jetzt muss ich das Papier irgendwie versuchen, in der Mitte zu halten, damit er nicht da hinten... Oh, oh Gott, das ist nicht so einfach. So, genau. Bitte, stell scharf. Komm schon. So, na, gerade hattest du es doch. Ach, was ist denn da los? So, jetzt. Guck mal. Ah ja, in die falsche Richtung geschoben. Oh. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig, ne, dass diese Kamera nicht so scharf stellen will, wie ich das will. So, wenn ich die vorne bei mir hatte, hat das immer super funktioniert mit dem Autofokus. Ja, so sehen die aus. Ihr habt sie ja zumindest einmal von Namen gesehen. Ja, ich finde die mega schön geworden. Für meine ersten bin ich richtig begeistert. Und da habe ich unten Jellyplate-Papier genommen. Dann habe ich mit G-Medium, das habe ich mir gemischt mit Farben, ja, wie heißen die jetzt, keine Ahnung. Und dann habe ich mir so kleine Kreise ausgestanzt mit der 1/2 Inch Stanze. Und ja, auch aus verschiedenen Papieren, die ich halt irgendwann mit der Jellyplate gemacht habe. Und dann habe ich mir zweimal solche kleinen Libellen ausgestanzt mit so einer Handstanze, die habe ich glaube ich mal von Miss Fruchteis bekommen in irgendeiner Tauschpost ziemlich am Anfang, also vor, ich glaube mittlerweile 4 Jahren. Genau, und ja, die habe ich mir immer doppelt ausgestanzt. Erst hatte ich sie in so einem ganz hellen Ton, dann sind sie aber nicht rausgekommen und dann habe ich sie wieder, habe ich sie doppelt geklebt. Also habe nochmal mit was kräftigerem, eine kräftigere Farbe gesucht und sie nochmal ausgestanzt und drauf geklebt. Und hier bei diesen Bildchen, da habe ich mit dem Laserdrucker Sachen ausgedruckt und habe dann erst mit Klarlack das einmal versiegelt, damit dem Papier nichts mehr passieren kann. Und dann bin ich mit G-Medium an manchen Stellen da drauf gegangen, habe da diese Papiersachen spiegelverkehrt draufgeklebt, also habe das vorher spiegelverkehrt ausgedruckt, habe es dann draufgeklebt. Und habe dann gewartet, bis es getrocknet ist und habe dann mit ein ganz bisschen Wasser das Papier abgerieben. Und dann kam halt diese tollen Dinger dabei raus. Bitte stell doch mal scharf, das ist doch nicht wahr. So, komm, da, das kurz gesehen. Ich kapiere es nicht, ich weiß nicht, warum der nicht. Ja, es wird irgendwie nicht, ist auch egal. Also auf jeden Fall bei dem Auto vielleicht eher wenigstens einmal kurz. Komm doch. Boah, das kann nicht wahr sein. Egal, ich habe keine Lust mehr, das auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall sind hier überall so alte Zeitungstexte mit Bildchen, weil ich dachte, ach, bei dem hier habe ich jetzt kein Bild hingemacht, aber bei dem, da sind immer Bilder drin. Einmal so ein Grammophon, ein Heißluftballon und ein altes Auto.
Ja, weil ich mir dachte, ach, das ist doch cool für so Ausstellungen, wisst ihr, so Ausstellungstickets. So habe ich mir das gedacht. Genau, ja. Und ja, wie gesagt, ich bin zufrieden mit den ersten. Und was ich noch bei ihr gesehen habe, sind solche Paperclips. Und die habe ich ein bisschen ähnlich gemacht, habe ein anderes Papier genommen und ja, die sind auch rucki-zucki zu basteln. Ich verlinke euch den Kanal von ihr unten, dann könnt ihr bei ihr gucken und könnt die auch nachbasteln. Ich finde die total süß. Hab die jetzt von beiden Seiten gleich gemacht. Das ist wichtig. Und ja, dann kann man eben einfach mit dem Papier und die Klammern sind halt versteckt. Die sieht man hier oben nicht mehr so wirklich, weil da ja ein Bändchen drin ist. Da sieht man es noch ein ganz bisschen durchblitzen, wenn man das Band an die Seite macht. Ja, finde ich eine super, super süße Idee. Musste ich auch direkt nachbasteln, ging nicht anders. So, und jetzt dachte ich mir, dass wir zusammen auch noch mal so ein paar Tickets basteln. Und zwar habe ich mir jetzt hier einfach ein Stück Jelly Plate genommen, also von meinem ein Blatt von meiner Jelly Plate Papieren und habe die dann also einmal in der Mitte gefaltet und dann das und das jeweils nach außen. Und dann habe ich halt hier immer mit dem Halbkreisstanzer die Ecken nach innen weggemacht. Hier auch mit der kleinen halben Inch-Stanze. Da halt so, ja, kleine Teile halt rausgemacht, dass so diese Ticket-Optik halt entsteht. Und ihr seht, hier habe ich dann mal ein bisschen zu viel gestanzt, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe die dann mit der Schere so ein bisschen abgefranst, damit sie ein bisschen alt aussehen und habe sie dann mit dem Sahara Sand von Stampin' Up an den Rändern eingefärbt. Genau, das fand ich passte so super zu dieser Farbe innen drin. Ja, und ich dachte mir, ich habe mir jetzt so ein paar Kleinigkeiten hier schon mal zurecht gemacht. Und zwar habe ich hier so Stanzteile, einmal solche Blümchen und dann hier zwei solche Teile. Ja, es sind halt einfach Endstanzen und die werde ich mir so ein bisschen zurechtschneiden und dann irgendwie hier, ja, vielleicht so drauf kleben oder vielleicht auch irgendwo einfach mitten rein, warum auch nicht. Genau, und das war halt alles hier auch Jelly Plate Papier. Und genau, dann habe ich mir hier die Handstanzen, die Kreisstanzen noch zurechtgelegt und hier noch ein bisschen Restpapier, das ist von dem. Und da will ich mir dann noch so ein paar Kreise ausstanzen und die vielleicht noch mit drauf machen. Zack. So eine kräftigen Farbe. So. Wo ich richtig am Rand gehen, damit ich hier wirklich sehe. Und dann habe ich hier schon was auch mit dieser Paste bearbeitet. Da werde ich mir zwei kleine rausstanzen. Vielleicht auch mehr. Warum eigentlich nur zwei? Ich brauche vier. Manchmal weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Kann ich mal bis vier zählen. So. Ja, ihr seht schon, dass die Paste, die macht hier so ein bisschen Krümel, aber das interessiert uns ja nicht. So, wo ist denn meine Schere da? Die hatte ich doch vorhin schon. Schwupp, so, das hier mal ab. Das hier auch ab. Das stört mich nämlich ein bisschen. Und diese Stanze ist ganz cool. Da kann man nämlich diese Blütenblätter so rausziehen, aber manchmal klappt es nicht so gut. Da stanzt sie am Ende nicht ganz so gut bei der hier. Da habe ich es mir hier auf einer Seite schon ein bisschen kaputt gefummelt fast, weil der einfach nicht richtig raus wollte. Aber das macht ja nichts. Ist ja wurschtig. So, ich werde die eh hier nochmal in der Mitte durchschneiden. Vielleicht schneide ich auch sogar hier unten diesen Rand komplett ab. Finde ich irgendwie nicht so schön. So. Ja, da muss ich mal gucken, weil das wird wohl nur auf zwei passen.
Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Vielleicht hört ihr es zwischendurch. Meine Hunde sind draußen und immer wenn ein LKW vorbeifährt, dann bellen sie. Also wundert euch nicht so. Das schneide ich jetzt noch nicht. Da gucke ich dann mal. Und von dem brauche ich noch zwei große. Also ich gucke immer, dass ich hier so gut wie möglich an die Ränder gehe, damit ich hier nicht so viel Papier verschwende, aber trotzdem halt noch einen sauberen Kreis habe. Ja, ich bin bei solchen Sachen immer, die sind halt einzigartig, ne? Das werde ich auch nie wieder genauso hinkriegen, deswegen bin ich bei solchen Sachen echt immer ein bisschen geizig. Aber ich bin sonst wirklich nicht kein geiziger Mensch. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich von Herzen gerne gebe, aber wie gesagt, bei solchen Sachen, da bin ich nicht verschwenderisch. So, und zwar dachte ich mir jetzt, ich nehme mir jetzt hier einfach ein paar Sachen und lege mir das mal so ein bisschen zurechte und guck mal, wie mir das dann so gefällt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich hier so vielleicht, zack, dann ein helles Blümchen, dann kommt wieder ein dunkles, dann kommt wieder ein helles. Was ist das zweite dunkle Blümchen? Achso, das ist gar nicht so dunkel. Ah, das passt aber ganz gut zu dem Papier, guckt mal. So, und hier, dann packen wir den hier hin. Dann passt das hier nämlich auch wieder mit dieser helleren, mit diesem helleren Ton von dem Kreis. Ja, passt auch ganz gut. So, alles so ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, genau. So, und dann halt überall hier noch so ein Kreislein dazu. Immer mal woanders hin. Ja, finde ich doch schon mal gar nicht so scheiße. Ja, ich nehme jetzt den Tacky Glue. Ich hoffe, dass bald die Sachen lieferbar sind, die ich bei Bastelwelt Sturbis bestellt habe, weil da habe ich auch Tacky Glue bestellt. Und da sind zwei Sachen, die im Moment nicht lieferbar sind. Und ich habe gedacht, die liefern die dann nach. Tun sie aber nicht. Die liefern dann alles auf einmal. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich die Sachen rausgenommen. Aber ich hätte es mir eigentlich auch denken können wegen dem Porto. Aber ich habe halt nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, ach, das werden sie bestimmt nachliefern. Und habe dann einfach bestellt. Und ja. Und so wichtig sind die Sachen noch nicht mal, die da nicht lieferbar sind. Das waren halt einfach nur Sachen, die ich schön fand. Ja. Und wenn ich richtig gesehen habe, machen die dann auch bald Pause. Am 27. glaube ich, machen die so eine Art Shop-Pause. Ja, und dann wäre das super ärgerlich, wenn das bis dahin dann immer noch nicht da und nicht verschickt ist. Dann kann ich nämlich bis nächstes Jahr auf meine Sachen warten. Klingt immer so ewig lang, ne? Bis nächstes Jahr. Ist ja schon in 3 Wochen. So, ja, finde ich schon ganz süß, muss ich sagen. Ich klebe jetzt hier immer erstmal den kleinen Kreis auf den großen. Zack. Ich muss immer darauf achten, dass es ein bisschen andersrum habe, dass sie nicht alle gleich rum sind. Das finde ich nicht so schön. Hier bleiben. Bei den Blumen ist ganz gut mit dem Kleben, weil da kann man sich schön an diesen Blüten festhalten. So, wie hatte ich die jetzt? Wenn die so nach unten gehen, dann hatte ich die wahrscheinlich eher irgendwie nach oben. Oh, ich brauche mal meine. Jetzt haben wir hier, dann geht das besser. Meine Klemme, so. Schwupp. Gut. Hier kommt aber so viel Kleber schon raus. Ich tue mich immer schwer mit diesen petrolfarbenen Sachen, die zu überkleben. Manchmal geht es halt nicht anders. Ne? Kann ja auch nicht immer alles Petrol sein. So, da machen wir es so, da machen wir es so, da machen wir es hier so. Auch immer ganz gut, wenn ich die Orientierung so mache, dass das, was zu der Blüte gut passt an Farben, das halt. So, komm mal her.
da in die Richtung schon mal, dann weiß ich hier schon, wohin ich jetzt muss. Das passt ganz gut. Hört ihr die Hunde oder hört ihr die nicht? Das interessiert mich ja irgendwie mal. So, da will ich das Ding nach da. Genau, also das Teil nach da oben. Und hier reicht immer der Kleberest. So, dann muss ich jetzt da drauf. Jetzt habe ich es zu lange stehen lassen. Ja, erst süfft es die ganze Zeit raus, wenn man es über Kopf stehen lässt. Und wenn man es dann mal ein Momentchen. Na komm. Mensch. Ein Momentchen andersrum stellt, dann kommt nichts mehr raus. So. Okay. So, und die Blume muss dann jetzt in die einzige Richtung, die noch über ist, nämlich die hier unten. So. Ja, schon ewig her, dass ich mit euch gebastelt habe. Also gefühlt ewig her. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Eine gefühlte Ewigkeit auf jeden Fall so. Hier auch nochmal ein bisschen festdrücken. Hier auch. Klein, dass die sich nicht lösen. So, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut von der Farbzusammenstellung. Und dann habe ich irgendwann mal von Miss Fruchteis, ich weiß nicht mehr wann, schlagt mich nicht, diese Halbperlen geschenkt gekriegt. Und ich finde diese, die passen von der Farbe mega dazu. Und deswegen werde ich die jetzt auch benutzen. Und das Gute ist, das sind solche Stränge. Und da kann ich dann immer gleich, also drei vielleicht. Und dann manchmal nur einen und manchmal gleich drei oder ja, immer unterschiedlich. So, den habe ich jetzt geschnitten auf der Seite. Okay. Muss ja nicht überall komplett gleich aussehen. Ich mag das auch, wenn es mal ein bisschen unterschiedlich aussieht. Vielleicht hier gleich drei hin. Jetzt mache ich es doch wieder alles gleich wetten. Die mache ich nicht. So, da mache ich jetzt mal nur zwei. Zack. Und so. Hier so. Naja, das macht das so eine komische Linie. Mache ich da hin. So. Vorher macht es auch wieder eine Linie. Gut, hier. So, zack. Da macht es keine Linie. Und dann den einen. Hier noch mit hin. Dann sieht es auch ganz anders aus und macht gar keine Linien mehr. Das ist sehr schön. So, und bei dem hier mache ich es auch wieder ganz anders. Da mache ich es so. Hier unten zwei hin. Schuppi. Und den anderen da oben. So. Jawohl. Ja, ich habe da ziemlich viel von dem Kleberand jetzt dran gelassen, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Und bei dem letzten kann ich es einfach wieder wie bei dem ersten machen. Und hier einfach wieder so rum, wieder drei nebeneinander. So, und so ist alles ein bisschen unterschiedlich und trotzdem gleich. Ja, super schön. Gefallen mir richtig gut und die Teile habe ich nicht mal verwendet. Wird mir, glaube ich, jetzt auch ein bisschen zu viel. Ja, ich glaube, ich heb mir die einfach für was anderes auf. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich finde das so schon genug. Die sind schlicht und schick. Aber was ich noch mache ist, ich nehme mir noch mein Wink of Stella und werde hier auf die Blümchen noch ein bisschen Glitzer auftragen. Das seht ihr jetzt natürlich nicht.
sieht man wirklich nur, wenn man das auch so ein bisschen hin und her bewegt und ein bisschen genauer drauf guckt. Ja, ich liebe dieses Teil und ich benutze den viel zu selten. Kann man wirklich so schnell nochmal so einen bestimmten, ja, einfach nochmal so ein, das letzte i-Tüpfelchen mitmachen. Oh, das war ein bisschen dolle viel. Oh Gott, da habe ich dolle gedrückt. Ne? Aber dann habt ihr wenigstens mal gesehen, wie es glittert. Ja. Ja, okay, die Blume hat halt jetzt mal ein bisschen dolle viel Glitzer abbekommen. Da hat eine kleine Fee einen Unfall gehabt und hat ihren Sternstopp verloren. So, fertig. Gut, ich versuche mal hier nochmal ein bisschen Glitzer wieder aufzunehmen. Ja, dann. Gut, dass ich hier immer noch so viel Papierkranz rumfliegen habe. Gut, du aber nicht, du bist unerwünscht. So, dann werde ich die Blütenblätter nochmal wieder ein bisschen hochdrücken. Immer nochmal mit meinem Piekser. Na, komm her hier. So. Da, wo es geht zumindest. Der will nicht so richtig. Aber alles nicht so schlimm. Na komm. So. Ja, diese Stanzen waren, glaube ich, mal aus dem Action. Das sind halt, wie gesagt, so Bordürenstanzen. Die sehen so aus. Ich glaube, die waren mal vom Action. Bin ich mir relativ sicher. Hier habe ich noch die Hülle. Ja, ja. Die waren vom Action. Genau. So. Schwupp. So. So gefällt es mir. So bleibt es. Ja, ich versuche es nochmal mit dem Papier im Hintergrund, weil ich wieder nicht glaube, dass es funktioniert, aber wir gucken mal. So. Ich brauche die Kamera noch ein bisschen mehr Licht. So, dann muss man weiter da hoch. Na, jetzt hast du doch gar keine andere Wahl mehr. Du hast doch nichts anderes, was du fokussieren kannst. Ich check's nicht. So, ein bisschen weiter runter. Ja, ihr seht es ja, so ungefähr zumindest. Ja, mir gefallen die richtig gut. Ich hoffe, euch gefallen sie auch und ich hoffe, euch hat auch die Idee gefallen. Schaut bitte auf jeden Fall bei ihrem Kanal, jetzt muss ich nochmal nach dem Namen kurz gucken, Bastelmix, genau. Guckt auf jeden Fall bei ihr vorbei, wenn ihr tolle Ideen und Anregungen haben wollt. Richtig schöne Sachen. Ja, und euch wünsche ich noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.